Umsatz. So. Was starrst du mich so an? Ich hab dich nicht angestarrt. Ich hab auf deinen Arsch geschaut. Das ist was anderes. Mirabla. Oh nein. Moment. Oh, ja, wir können eine super effektive Attacke einsetzen, die sogar Step hat. Aber nur 15 Power. Oh, so jetzt bin ich fertig. Du kannst erholen noch kurz essen. Alles klar. Das meinte ich nicht. Konzentriere dich auf den Chat. Nein. Au. Oh. Leck mich. Nein, aber ich habe angefangen, Hell's Kitchen zu gucken. Ja, ja. Auch auf YouTube so ganz viele verschiedene Clips und so. Das ist voll schlimm. Please explain me, Step. Nicht mit E geschrieben, aber same type attack Bonus. Also STAB, richtig. Und zwar sorgt es dafür, dass du 50% mehr Schaden machst, wenn die Attacke, die du einsetzt, dem Typen entspricht, wo das Pokémon hat. Genau das, was Terminus gerade eben geschrieben hat. Aber es bringt in dem Moment hier eh nicht viel, weil es scheiß Mirabla auch vom Typ Gift ist. Ich denke mal, Tackle wäre schlau gewesen. Also drüber nachdenken. Ich dachte, Cindy spielt Revo. Ja, er ist Sinnoh-Champ, ohne zu wissen, was das ist. Er war vor dir Sinnoh-Champ. Hier sahen sie einen Ghost, der sein Pokémon-Spiel gefunden hat. Meinst du sehen? Hast du dein Pokémon-Spiel gefunden? Oh, krass. Ja, und er hatte keinen Vesprequin, also geht's nicht. Hupti, deine Behinderung ist kein Muss. Das heißt nicht, dass... Das heißt trotzdem, dass Leute besser als du sein können. Pokébälle, ja geil. Ich bin stolz. Ich stinke und ich bin stolz. Huch. Sehe ich da einen frisch gebackenen Trainer? Bei mir bist du an der richtigen Adresse. Ich bin ein Trainer, Coach. Ich bin sehr wichtig. Ja, ziemlich stark. Cool. Ich wollte dich eigentlich ignorieren. Aber weißt du was? Dich mache ich fertig. Du bist so arrogant. Und charmant. Ich bin stolz auf meine Behinderung. Baby Rage. Ich find's gut, dass du stolz auf deine Behinderung bist. Findus? Der Typ heißt Findus. Findus Verkackus. Krass. Ich werde, er spielt Clash of Clans. Ja, glaube ich auch. Warte mal. Ich verwechsel das immer. Ist Beastar Sam jetzt schon vom Typ Gift? Oder nur Pflanze? Ich glaube, es ist jetzt schon von Typ Gift, richtig? Oh, ja. Verdammt, Mann. Dann kratz ihn tot. Oh je. Warum macht hier kein Pokémon viel Schaden, ey? Schlimm. Wir brauchen besser Angriffe. Kennst du Pokémon? Nee, was ist das? Dumme Scheiße, wirklich ekelsam. Ich glaube, wir sollten auswechseln. What the fuck? Habt ihr gesehen, wie viel das geheilt hat? Cindy, du hast das falsche E geschrieben. Habt ihr das gerade gesehen? Wie ekelhaft. Ist auch das falsche E. Mann, ey. Tackle, ja, ja. Leck mich. Jetzt reiß ich dir die Arschbacken auf. Was fällt dir ein? Voll krass, wie man da einfach so verschwindet, so richtig Animu. Komm schon, mach ihm genug Schaden, bevor er wieder Egelsam einsetzt. Ah, oh, reicht es dann, wenn er sich heilt? Dann muss er beim Scheißen nimmer pressen.
Richtig. Oh Gott. Wenn wir ihm die Arschbank aufgerissen haben, dann ist es ganz schön hilfreich für ihn. Dummerweise wehrt er sich dagegen. Und seine scheiß Egelsamen heilen ihn viel zu viel. So, Futter, Surf und einen schwabbelnden Streamer. Was braucht man mehr? Ich habe noch keinen Temnes. Ich habe aber allgemein noch nicht sehr viele Mons. Ich habe 2, die ich trainieren will bisher. Ich habe da aber schon geplant, Fleckmon, Hupti und Machomai Marcy. Ich muss mir noch überlegen, was bei dir passt, weil wir haben ja leider nur Generation 1 zur Verfügung. Ich habe mir überlegt, einen Porygon zu holen. Das könnte es dann du sein, aber... Was? Ja, aber er will ihn nicht. Wovon redet ihr, von welchem Pokémon? Generation 1 Pokémon des Temneses. Weil ein Porygon wäre schon cool, aber Porygon 2 gibt es wahrscheinlich nicht, Fragezeichen. Ich will Relaxo sein. Ich weiß nicht. Was für ein Mann bist du dann? Das weiß ich auch nicht. Ich meine, bei dir wäre ich halt gezwungen, ein... Das Problem ist, ich will keinen Gengar haben, vor allem da ich ja Nidorino habe. Mann, ey, warum gibt's nur Generation 1? Das ist so dumm, ey. So bescheuert. Mann, ey. Was gibt's denn? Fuck, Mann. Ich müsste mir wieder eine Liste ansehen, dass ich alles im Kopf habe. Dass ich auch die coolen Monster sehe. Ich will einen Slimog. Das... Monogift. Weißt du was? Man kann hier Alola-Pokémon drin haben. Glaube ich. Gegen Alola Slimog hätte ich nichts. Die Sache ist aber, ich weiß nicht, ob man die einfach fangen kann oder ob man die nur über Pokémon Go her tauschen kann. Weil das wäre cool, ein Alola Slimog wäre richtig nice. Beziehungsweise Alola Knogger wäre dann halt das Geist-Pokémon, das dann Ghost sein könnte. Komm schon, Katze, mach viel Schaden, bitte. Pokémon Go to the Post. Ich bin Hupti und ich bin keine Präsidentin. Schon krass hier. Dass sie so einen Scheiß labert. Die Montagsfolge für übernächste Woche wird richtig sexy. Oh, Rebo. Oh. Mm. Es ist der geile Scheiß. Das weißt du nicht. Doch, das weiß ich, dass du kein Präsident bist, weil sonst hättest du den Spruch nicht gebracht, weil das ist so ein Spruch, wo Leute bringen, die kein Präsident sind. Warte mal, du hast mit Terminus geredet? Ich dachte, ich bin der Mittelpunkt der Erde. In Afrika jagen wir unsere Beute auch mit einem brennenden Knochen. Richtig. Nur dummerweise gibt's da halt keine Beute. Aber ich weiß nicht, wie ich hier an so ein Alola-Zeug rankomme. Wenn ich das einfach so fangen kann, dann werde ich mir auf jeden Fall einen Alola-Slimer holen. Und wahrscheinlich dann auch einen Knogger, weil Feuergeist war schon cool. So. Ich weiß nicht, Trumpus würde immer dumme Scheiße sagen. Ja, aber würde Trumpus auch sagen, Pokémon Go to the Polls? Ja, ich muss jetzt tatsächlich nochmal nachschauen, was er geschrieben hat. Ich habe keine Erinnerung.
Schnabel. Du hast keinen Schnabel, du Pisser. Politik. Oh, Politik ist schon etwas dämlich, wenn man so drüber nachdenkt. Ich meine, wie das mal angefangen hat und dann immer weiter behinderter wurde. Es erinnert einen irgendwie an... an Dingens. An so manche Online-Communities. Klar würde er das sagen, er mag Pollen nicht. Und er redet immer über Dinge, die er nicht mag. Scheiße, du hast recht. Hundi ist echt dumm, ich mag Hundi nicht. Kennt ihr Hundi? Cindy! Wir kennen alle Hundi und Hundi ist super toll. Aber er ist stark behindert. Ich kann dir einen Machol auf Level 40 geben. Nein. Ganz sicher nicht. Ich werde mir ganz sicher keine krassen Pokémon herholen, die erstmal Level 2000 sind. Ist auch total lächerlich. Man kann sich halt hier, sobald man mit Pokémon Go verbinden kann, einfach mal so Level 40er Mons herholen. Ein bisschen schwachsinnig. Dann ist ja überhaupt kein... Dann ist ja von Super Casual zu Ultra Casual gegangen. Cindy hat mir eine E-Rap-Nachricht geschickt und ist sauer, weil ich sie nicht anhöre. Cindy schickt einem immer Sachen und die schaue ich nie an. Wie hast du es geschafft, dass er sauer ist deswegen? Let's go, Kratzer, Kratzer. Oh ja, was? Was hat die eigentlich für Hosen an, ey? Die hat Windeln. Krass, die wurde gewickelt von Hupti. Ich bin enttäuscht von dir, Schwer. Du hast das Kappa übersehen. Ja, ich weiß, dass du Kappa geschrieben hast. Ich habe es auch tatsächlich gesehen. Aber solche Sätze muss man trotzdem nochmal ernst beantworten, um einfach nur klar zu machen, wie der Hase scheißt. Um klar zu machen, wie der Hase scheißt. Bring mal Pupa, richtig. Jetzt geht's ab. Es geht los, der Beckenstoß. Wir vernichten gerade alle. Das ist heftig, Mann. Wir sind OP. Oh, Pokéball. Es sind überall Pokébälle auf einmal. Die gab es davor noch nicht. So, wie sieht's eigentlich aus mit unserem Team? Ja, Leben geht so. Ja gut, unser Team, unsere zwei Pokémon. Ey, ey, ey. Der hat mich voll gechuckt, ey. Der hat mich richtig gechibated. Alexander. Der Kurze ist kleinsichtig. Richtig. Nee, der Shield. Darum hat er mich vom Seitenwinkel aus nur gesehen und dachte, dann er muss sich umdrehen. Nee, warte mal. Darum hat er mich von vorne gesehen und dachte, ich wäre bei der Seite. So. Reden ist schwer. Natalie spielt Fortnite. Mein Beileid. Oh! Ah! Alter, die Ratte wurde richtig zertreten. Oh, wir brauchen noch irgendeine krasse Attacke. Oder Level-Up wäre... nicht Level-Up. Eine Entwicklung wäre auch nicht schlecht. Wann entwickelt sich Nidoran weiblich eigentlich? Fortnite, Fortnite. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, meine ich zu sagen. Warum machst du eigentlich nie die Stalker-Infos aus? Ja, weil es mir wurscht ist. Ich weiß nicht. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Bei Steam ist es schlimmer, weil da macht es dann auch noch so einen doofen Sound und ist auch noch voll groß und so. Und hier erscheint es halt, man sieht es halt vielleicht. Warte, der hat bestimmt schon über 10.000 Stunden in Furznacht. Das ist vermutlich nicht mehr übertrieben, meinst du? Möglich wär's.
Mit oder und? Ah. Oh, jetzt habt ihr alle Spaß und Smash, Mann. Oh. Ich meine, ich muss eh schauen, wie lange ich so die Streams mache, weil ich hätte jetzt gerne vor, ein bisschen öfters zu streamen. Aber dann will ich nicht ständig 3 Stunden Streams machen. Oh. Also wird es wahrscheinlich öfter Streams geben, aber dafür halt so 2 Stunden. Es ist, denke ich, ein guter Kompromiss. Weil sonst endet es halt tatsächlich darin, dass ich nur einmal oder zweimal in der Woche einen Stream mache, von wegen 3 Stunden und dann gar nicht mehr. Und da, ja, ist halt doof. Weil ich habe jetzt die Möglichkeit, an mehreren Tagen zu streamen. Also warum nicht ausnutzen? Darum stream ich, ja gut, dann streame ich jetzt noch ein bisschen, bis ich zur Stadt komme oder was weiß ich was. Keine Arena. Ach so, Smash. Und dann beende ich. Obwohl, nee, warte mal. Müssen wir jetzt nicht erstmal durch so einen scheiß Berg gehen? Bin mir unsicher. Belebo! Oh, geil! Oder war nicht davor sogar... Bis zur Stadt ist ja nur Mondberg. Ja, aber warte mal. Da war vor dem Mondberg ein Pokémon-Center? Ich muss hier erstmal eine kurze Pause einlegen. Naja, jetzt bin ich völlig alle... Ja, Weichei. Pussy. Mit dem will ich noch nicht kämpfen. Was willst du? Gleichschein gestolpert, ist mir egal. Der will... Okay. Fluchtseil. Ich dachte gerade, mein Handy hat geklingelt. Nee. Hey! Das geht gar nicht mal. Mein Handy kann nicht klingeln, weil ich gerade keine Nummer habe. Oder sie noch nicht aktiviert habe. Lassen ihre Trainer auf sich reiten, bla bla bla, okay. Ja, nicht so wichtig. Lass mich... Stopp! Gut. Dann heile ich mich kurz und dann rede ich noch mit diesem komischen Typ mit diesen Punkten. Und dieser wahrscheinlich Elite-Kampf. Und danach kann ich dann in Ruhe beenden. Oh, die Musik hier erinnert mich daran. In unserem Minecraft-Projekt will ich auch noch was mit Noteblocks machen. Vielleicht die Pokémon Center-Melodie, das wäre ganz cool. Ey, hallo. Hallöchen, ich bin ein Trainer, Coach, stets zu Diensten. Ja, klar will ich kämpfen, was denkst du denn? Dumm oder was, ey? Ey, warum würde ich sonst mit dir reden wollen? Komm her, Nemo. Findet Nemo, Witz. Ja. Easy, Mauzi. Warte, Moment, das soll ein Elite-Trainer sein, ein Coach. Du hast ein fucking Mauzi Level 13. Ah, ich verstehe, du willst mir beibringen, wie man Geld macht. Überall Münzen verschreut. Krieg ich eigentlich auch Geld, wenn der Gegner das einsetzt? Ich meine, es würde ja Sinn ergeben, weil ja einfach nur Geld auf dem Boden liegt dann. Oh, den... Oh ja! Und den zweiten! Boom! Schieß, gefährlicher Doppelkick. Muss man echt aufpassen. Der haut rein. Hupti weiß, wie sich das anfühlt. Oh. Und vernichten. Oh ja. Easy peasy. Gut, damit haben wir den Elite-Dude vernichtet. Den Coach, von wegen Coach. Den Versager. Also Ausrufezeichen Discord, beziehungsweise ich kann es ja gleich selbst reinschreiben. Ich beende jetzt übrigens den Stream, falls man es noch nicht mitbekommen hat. Zahltag. Nachdem ich mich noch einmal geheilt habe. Hör auf mit mir zu reden, ich will den Stream beenden. So. Ja, Ausrufezeichen Discord, beziehungsweise man könnte rein theoretisch auch unten in den Pendants nachschauen. Wenn man es sich auf YouTube gerade anschaut, in der Beschreibung ist ein Discord-Channel. Und... nein, das funktioniert nicht. Ich muss noch verschiedene Befehle reinmachen. Aber die, wo ich drin hatte, die waren viel zu lang. So. Ich werde jetzt den Stream. So. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.